Wie sinnvoll ist es, mit alten Prüfungsaufgaben zu lernen? Darüber sprechen wir in diesem Video. Immer wieder werde ich gefragt, Stefan, wie sinnvoll ist das denn, mit alten Prüfungsaufgaben zu lernen? Weil mein Lehrer, mein Dozent, meine Meisterschule, mein Kumpel, mein Arbeitskollege hat mir dieses Fachbuch empfohlen oder ein Übungsband. Ja, und da kommen immer wieder Fragen von Interessenten über Social Media Kanäle oder von unseren eigenen Nachhilfekunden. Und jetzt werden wir mal ein bisschen darüber sprechen. Entweder hast du schon mal eine Prüfung geschrieben oder du hast mal mindestens eine alte Prüfung gesehen. Das heißt, da sind verschiedene Aufgabentypen drin. Und ja, diese Aufgaben haben immer eine gewisse Formulierung. Das heißt, es gab mal eine Person irgendwo bei der IHK, wahrscheinlich bei den DIHK in Berlin, die sitzt an ihrem stillen Kämmerlein und schreibt diese Prüfungsaufgaben. Nein, Spaß beiseite, ob es eine stille Kammer ist, keine Ahnung. Ich würde die Person mal gerne kennenlernen, aber wer weiß, wer es ist. So. Auf jeden Fall sitzt da eine Person und ja, die schreibt diese Prüfungsaufgaben. Und wenn du die liest, kann es sein, das ist dir bestimmt schon mal passiert, dass du davor sitzt und sagst, was wollen die jetzt von mir? Ich bin mir nicht so ganz sicher, was die Aufgabenstellung ist, oder die ist nicht immer eindeutig. Ja? Also man könnte da mehrere Dinge reininterpretieren. Diese Situation oder dieses Verhalten, dass man da manchmal etwas reininterpretieren kann, erkläre ich immer ganz gerne an einem ganz einfachen Beispiel. Wenn du ins Kino gehst oder einfach nur bei Netflix, Sky oder sonst welche Kanäle es da so gibt, dir Filme anschaust. Es gibt verschiedene Regisseure. Es gibt einen Regisseur, der macht den Film so, der hat so eine gewisse Art und Weise, wie er Filme dreht, das Drehbuch schreibt und die Kameraführung oder wie auch immer. Dann gibt es andere Regisseure, ja, und die machen die Filme wieder anders. Ja. Es ist wieder so ein anderer Stil, wie die Filme erstellt werden. So, Beispiel 1. Beispiel Nummer 2, Bücher. Du hast bestimmt schon mal ein Buch gelesen, außer eins zum Thema Industriemeister. Und auch da gibt es verschiedene Autoren. Der eine schreibt ein Buch auf diese eine Art und Weise. Der verwendet gewisse Vokabeln, gewisse Formulierungen. Und ein anderer Autor, der schreibt das wieder anders. Und so ist das auch mit Prüfungsaufgaben. Die IHK, die Personen, die die Prüfung erstellen, ich kenne sie nicht, aber die haben eine gewisse Art und Weise, wie man Prüfungsaufgaben erstellt. Ich bin mir sicher, die Person, die die Herbstprüfung 2022, die jetzt kommt, erstellt hat, die Person hat bestimmt nicht die Frühjahrsprüfung 2001 erstellt. Es werden wahrscheinlich andere Personen mit der Zeit sein. Auch da gibt es ja Fluktuationen, aber die orientieren sich ja auch an alten Prüfungen. Das heißt, die IHK, die musst du als Regisseur sehen, als Buchautor. Die hat eine gewisse Art und Weise, wie man Aufgaben schreibt. So, und jetzt stell dir vor, du kaufst dir Bücher, Übungsbänder von einem anderen Autor und du lernst genau diese Aufgaben von diesem anderen Autor und du kommst da super durch. Das heißt, du hast diese Sprache kennengelernt, du hast das Niveau kennengelernt und ja, du kommst da fehlerfrei durch, übst zu Hause und mit deiner Selbstbewertung sagst, du hast immer über 50 Punkte, du wirst die Prüfung bestehen und dann fährst du im Mai oder November zur Prüfung, sitzt davor und sagst, oh, das sind ja ganz andere Fragen, die sind ja ganz anders formuliert. Und schon sitzt du vor der Situation und sagst, das war aber doof. Und das ist das, was ich meine mit einem Regisseur oder mit einem Autor. Jeder hat eine andere Art und Weise, wie man Aufgaben erstellt oder schreiben kann. Deswegen, du kannst es dir schon eigentlich ableiten und erahnen, was jetzt kommen wird. Deswegen empfehlen wir dir dringendst, wirklich mit alten Prüfungsaufgaben zu lernen. Warum? Weil du nämlich dann diese Art und Weise kennenlernst, wie die IHK Prüfungsaufgabe stellt. Also das ist so der erste große wichtige Punkt, wo wir sagen, bitte, wir empfehlen dir, lern mit alten Prüfungen, damit du diese Art und Weise kennenlernst, wie die IHK die Aufgabe erstellt. Ein weiterer Punkt, was man wissen muss, die Fragen sind eigentlich sind wiederholende Fragen. Ja? Das heißt, lassen wir über so ein paar Themen drüber sprechen. NTG, erinnere ich mich. Da gibt es Aufgabe 1 immer das Thema Chemie. Und da war jetzt in einer der letzten Prüfungen, entweder Frühjahr 2022 oder Herbst 2021,
Eine letzte Prüfung kam das Thema saurer Regen. Und es gab Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, boah, das war so unfair, es gab noch nie saurer Regen. Das stimmt nicht. Ich glaube, das war sogar eine Prüfung, die ich selber geschrieben habe, zu meiner Zeit, so 2010 rum. Oder es war eine Prüfungsaufgabe, mit der ich damals geübt habe. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber das Thema saurer Regen gab es schon mal in einer Prüfung. Das heißt, wenn du weit genug zurückgehst, findest du auch das Thema saurer Regen. Die Mai-Prüfung 2022, da gab es exakt drei Aufgaben in NTG, die schon mal dran kamen. Die eine war nur spiegelverkehrt, bei dem einen war es eine Geschwindigkeitsaufgabe, wo es um Paket ging. Damals war es ein Auto in der Kurve, aber es war das gleiche Thema mit der Fliehkraft. Also worauf ich hinaus will, die Aufgaben wiederholen sich. Warum wiederholen die sich? Naja, guck mal, pro Jahr werden zwei Prüfungen geschrieben. Wenn du 10 Jahre hast, 20 Prüfungen, also mal sieben Aufgabentypen, was sollen die denn machen? Glaubst du, die werden das Rad so extrem neu erfinden? Nein, machen die natürlich nicht. Und deswegen, es sind wie sich wiederholende Fragen. Und deswegen zweite Empfehlung, ganz klar, üb mit alten Prüfungsaufgaben am besten so viel es geht, so viel du hast, weil du wirst merken, das ist ein immer sich wiederkehrendes System. Der nächste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Zeitmanagement. Einer deiner größten Gegner bei der Prüfung wird die Zeit sein. Du hast nur ein vorgegebenes Zeitbudget, ja, und innerhalb dieser Zeit musst du die Aufgaben, diese 6 bis 7 Aufgaben, lösen. So, und wenn du jetzt zu langsam bist, wirst du eine Aufgabe unter Umständen liegen lassen, wenn du Pech hast, sogar zwei Aufgaben liegen lassen. Und wenn eine Aufgabe 10 bis 15 oder 20 Punkte gibt und die fehlen dir per se, hast du schon ein Problem. Und ich rede jetzt nicht davon, unbedingt eine 1 zu schreiben, die Note 1, sondern es kann für manche wirklich schon über Sieg oder Niederlage entscheiden. Deswegen super, super wichtig, dass du trainierst, auf Zeit Prüfung zu schreiben. Und wie machst du das? Indem du mit alten Prüfungen arbeitest. Ja, das ist eine Prüfung, die schon mal exakt so dran kam. Das ist ein vorgefertigtes Aufgabenpäckchen. Du hast 7 Aufgaben, stellst dir eine Stoppuhr, 90 Minuten und schießt los. Und du wirst merken, je mehr du übst, ja, es ist wie beim Sport. Ja, dann beim Sport ist es der Körper, jetzt hier beim Lernen ist es dein Gehirn als Muskel. Du wirst merken, je mehr du übst, desto schneller und besser wird das funktionieren und du wirst die Zeit immer, immer schneller in der Zeit sein. Ja, man weiß, grundsätzlich gibt es Menschen, die sind schneller im Schreiben, es gibt Menschen, die sind langsamer, aber das ganze Thema Geschwindigkeit ist super, super, super wichtig und das kannst du auch mit alten Prüfungen sehr gut simulieren und sehr gut trainieren. Auch das ganze Thema Aufgabe lesen. Also wenn wir jetzt mal dran denken an so eine Aufgabe im BWH, Gemeinkostenzuschlagsrechnung, und dann musst du da oben diesen ganzen Text auseinanderfriemeln und gucken, wo welche Information ist, was sind Sondereinzelkosten der Fertigung, wo ist der Materialeinzelkosten. Das dauert ja auch alles seine Zeit. Und auch das Schreiben, ja, dieses Schema, ich glaube, Seite 18 oder so in der Formelsammlung ist es, das dauert alles seine Zeit. Und je mehr du das machst, desto schneller und besser, fitter wirst du. Deswegen, wenn du mit Aufgaben von anderen Verlagen arbeitest, ja, mag sein, dass das so fürs Grundverständnis ganz gut ist, ja, damit du damit lernen kannst, Themen, Grundthemen der Betriebswirtschaft. Es gibt so ein Übungsband NTG Meistern, glaube ich, irgendwie so heißt das. Ja, um in die Thematik reinzukommen, ist das okay. Aber wenn du dich jetzt auf den Wettkampf vorbereitest und die Prüfung ist der Wettkampf, wenn du wirklich in diese Prüfungsvorbereitung reingehst, dann bitte mit alten Prüfungen. Ja? Alles, was davor ist, kannst du natürlich andere Literaturquellen verwenden, aber bei der wirklichen finalen Wettkampfvorbereitung alte Prüfungen verwenden. Ja, und wenn jetzt auch du wissen willst, wie wir dich zum Industriemeister bekommen, entweder von Anfang an oder für die Nachhilfe, dann melde dich doch gerne bei uns auf www.bildungsfabrik-online.de. Trag dich für ein kostenloses Erstgespräch ein. Wir werden mit dir Kontakt aufnehmen und schon bald ein persönliches Gespräch miteinander führen. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan.